trainieren eigentlich sagen, 3 bis 4 verschiedene Sportarten miteinander. Aber es hat vor Jahren sicher eins angefangen, eigentlich nur mit Schwinger. Mittlerweile sind auch Hockeyspieler da, ein Handballer ist da, wir Skifahrer sind jetzt sicher 5 oder 6 dabei, plus eben das, was schon immer war, die Schwinger. Ein Schwinger hat eine ganz andere Postur, die bewegen ganz andere Gewichte im Kraftraum. Das ist für mich persönlich ist das sehr inspirierend. Es pusht mich einfach extrem an meine Limiten, um zu sehen, hey, die mögen so viel und so viel. Dorthin will ich auch gehen, obwohl wir eigentlich komplett in einer anderen Sportart sind, oder? Ich muss schon sagen, dass er auch recht viel Gewicht draufladet. Und das ist auch dann nachher für uns in der Motivation, um natürlich mehr Gewicht zu haben. Er ist zum Beispiel mega gut in Schnelligkeitssachen, koordinative Sachen, die wir sicher von ihm lernen können. Der Fabian Studemann, der hat einfach brutale Zylinder an den Beinen, der hat extreme. Also ich wünschte, ich hätte so dicke Beine. Ich trainiere seit 2 Jahren hier, eben auch mit Schwinger. Und seitdem interessiert es mich natürlich noch viel mehr, weil eben jetzt kenne ich den einen und den anderen ein bisschen besser. Ja, dieses Jahr gehe ich auch CESAF, das erste Mal. Und ja, ein bisschen zuschauen, mich inspirieren lassen und natürlich unseren Jungs hier ein bisschen die Daumen drücken. Wenn ich jetzt jemanden sagen müsste, wäre es der Fabian Studemann. Der gewinnt das Jahr.